So, da sich gerade irgendwie Bandicam abgeschmiert hat und einfach nach 2,5 Minuten gesagt hat, ich mache nicht mal weiter, wird das jetzt noch einmal neu aufgemacht in einzelnen kleinen Etappen und dann nachher einfach zusammengefügt. So, im Vorfeld, dies ist ein Werbevideo und was auch beinhaltet eine Produktplatzierung, wofür ich aber nicht bezahlt wurde und bezahlt werde und ich auch keine Gegenleistung bekommen habe, keine Apps etc. oder sonstiges. Deswegen ist in diesem Video weder ein P für Produktplatzierung oder ein W für Werbevideo markiert. Trotz dass dieses Video halt ein Werbevideo ist und auch hier dementsprechend die Produkte gezeigt werden, um die es geht. Das wollte ich nur einmal im Vorfeld euch mitteilen. Nicht, dass ihr fragt, ey, du machst Produktplatzierung, Werbevideo, warum ist das nicht markiert? Aus dem Grund, da ich dafür nicht bezahlt werde und auch keine Gegenleistung bekommen habe. So, und um was geht's nun? Es geht an die, die ja von einem PC aus streamen. Da sei es dahingestellt, ob der PC mit Windows läuft, mit Linux läuft oder mit einem Betriebssystem von Apple beliefert ist, also mit iOS-Gedöns da. Und zwar geht es hauptsächlich oder geht es in diesem Video um OBS, und zwar nicht um das normale OBS-Studio, was jeder von uns kennt, sondern um ein etwas anderes OBS. Und wir kennen oder ihr wisst, dass manche halt den zum Beispiel von Elgato dieses Stream Deck haben. Wie ihr sehen könnt, die kleine Variante mit 6 Tasten für 99,95, wo man halt denn die Tasten, ja, sag ich mal, belegen kann. Und dann, je nachdem, welche Taste man drückt, passiert auch also zum Beispiel Mikrofon stumm oder Mikrofon oder Webcam an und aus oder und so weiter. Oder man macht die große Variante, die es zuerst gab, mit 15 Tasten. Und in diesem Video, ja, umgehen wir dieses Stream Deck mit einer, ja, 0815 App. Und zwar müsst ihr als erstes euch Streamlabs die Beta runterladen. Ist es hier für Windows 7 und höher? Nebenbei, ob es für Mac oder Linux funktioniert, weiß ich nicht. Ob es da irgendwie auch eine Download-Variante gibt. In diesem Fall ist es jetzt hier nur für Sie Windows 7 und höher, ja, programmiert. Da klickt man halt einfach auf den Download-Ordner. Und dann warten wir, bis es halt runtergeladen ist. Und dann haben wir hier die Steam Labs plus OBS plus Setup plus Bleib. Auf jeden Fall ist die Setup-Exe 0.9.8. So, und falls ihr vorher schon, sag ich mal, OBS Studio gehabt habt, wisst ihr ja, dass ihr halt unter zum Beispiel hier aussuchen konntet, mit welcher Plattform und dann halt zum Beispiel in diesem Fall ist Twitch und dann halt diesen Twitch-Schlüssel eingeben musstet. Dementsprechend für YouTube wahrscheinlich das gleiche oder in diesem Falle für Mixer auch das gleiche. Auf jeden Fall, nachdem ihr das runtergeladen habt, bei mir ist es jetzt noch zweimal drinne. 15:51, 16:05, der war von eben gerade, hau ich den raus. Tut ihr das einmal kurz installieren, dann allgemeine Bedingungen installieren und dann lasst ihr es einfach dementsprechend durchlaufen. Das kann jetzt bis zu einer Minute dauern, je nachdem, was ihr für eine Netzgeschwindigkeit erstmal habt
und vor allen Dingen, was ihr in eurem PC-System drin habt. So, da machen wir einen Haken raus. Ziehen dich hier rüber. Ja, und wir sehen uns dann gleich einmal wieder. Wie gesagt, das Video wird nachher in einem Video zusammengefügt, auch wenn ich zwei, drei Aufnahmen einzeln mache und dann, wie gesagt, werden sie in einem Video zusammengefügt. Also sehen wir uns gleich weiter, was sie denn dazu noch benötigt. Beziehungsweise für euch läuft das dann gleich in eins weiter durch. So, nachdem ihr das natürlich dementsprechend installiert habt und runtergeladen habt, das Streamlabs OBS, wie gesagt, falls ich noch nicht gesagt habe, in der Videobeschreibung oder in der Infobox werden die zwei Links sein. Einmal zu dem Streamlabs OBS und dann halt zu den Streamlabs für den Google Play-Bereich. Wenn ihr natürlich nachher hier bei dem Bereich seid mit Google Play, guckt euch das Video dementsprechend vom Handy aus an, weil wenn ihr denn da nämlich auf den Link raufklickt, öffnet sich automatisch denn der Google Play-Bereich, beziehungsweise ihr tippt einfach nur Streamlabs ein, direkt über Google Play und dann kommt ihr auch dorthin. Das sehen wir dann aber gleich. Nachdem ihr denn das runtergeladen habt, das Streamlabs OBS, ich hatte es vorher schon einmal getätigt, um das Grobe auszuprobieren, habt ihr hier das ganz normale Oberfläche, so gerade auch wie gesehen habt bei OBS Studios. So, und da habt ihr oben links ein Dashboard, was jetzt wahrscheinlich ein bisschen braucht zum Laden, genau. Da seht ihr jetzt zum Beispiel bei mir, das meine, ja, weil ich ja mich, weil es kann sein, wenn ihr das zum ersten Mal macht, dass ihr euch fragt, mit was ihr euch einloggen wollt. Da habt ihr Auswahl zwischen Twitch, YouTube oder Mixer. Und je nachdem, mit was ihr euch einloggt, wird nachgefragt nach Benutzername und Passwort und so weiter. Und das wird euch dann unter dem Dashboard hier angezeigt, da ich mich mit Twitch angemeldet habe, da ich ja auf Twitch hauptsächlich unterwegs bin mit meinem Livestream und YouTube bei mir nur da ist, zum Beispiel jetzt für dieses Video, für meinen Zweitkanal, um euch das zu zeigen, zu erklären. Auch wenn es vielleicht nicht ganz unbedingt perfekt ist, sage ich mal. Oder auf meinem Gaming-Kanal, denn die ganzen Let's Plays. Habt ihr hier dann zum Beispiel die die Abos, also die Abonnenten, die normalen Abonnenten. Dann habt ihr zum Beispiel Spendelink, Zahlungsmethode, Alsa, Status und so weiter. Und dann halt hier oben eine Anzeige. Und so weiter und so fort. Hier habt ihr dann halt noch meine Spenden. Dann halt hier nochmal die genau die Abonnenten und so weiter und so fort. Dann habt ihr hier Theme. Also wie gesagt, ihr habt hier dann einiges oder könnt einiges einstellen. Dann haben wir den Live-Ordner. Und Edit ist ja das, wo wir dann die Hauptübersicht haben. Was zum Beispiel bei den normalen OBS Studio nicht gleich mit drin ist. Denn hier die Einstellung und da hat er das, sofern ihr OBS Studios vorher hattet und dann egal mit was ihr euch eingeloggt habt, ob jetzt mit Twitch, YouTube oder Mixer, hat er bei mir in diesem Falle Twitch alles schon so dementsprechend übernommen. So, und wenn ihr das natürlich dementsprechend alles fertig habt, zum Beispiel hier packt ihr jetzt eine Szene rein, sage ich jetzt mal eine Bildschirmaufnahme, wenn halt primärer Bildschirm und sekundärer Bildschirm, das heißt, wenn ich zwei Monitore hätte, macht auch, kann ich auswählen zwischen dem linken oder dem rechten. Hier seht ihr auch schon Alertbox, Eventlist und das Spendenglas sind schon automatisch mit drin. Ich kann zum Beispiel noch ein Sponsor-Banner hinmachen, eine Followerzahl, Glücksrad,
Dreamboss, Credits, Bitzahl und so weiter und so fort, ein Spendentracker, Steam-Labels und so weiter und so fort. Ist Mari zum Beispiel hier Bildschirmaufnahme, zum Beispiel die Quelle hinzufügen, einfach so weiter und so fort, fertig. Und dann seht ihr schon im Hintergrund, er nimmt dann mein Desktop hier auf und dann könnt ihr zum Beispiel noch eine hinzufügen, macht zum Beispiel jetzt eine Videoquelle, dann habt ihr zum Beispiel eingebaute Webcam, Logitech Webcam. Ist das eine Logitech? Ne, ist das eben nicht. Oder halt eine Gaming Capture Card. Mal auch mal zum Beispiel hinzufügen. Dann habt ihr zum Beispiel Crossbar. Ist auch noch fertig. Und dann wäre zum Beispiel jetzt meine Video, mein Gesicht zum Beispiel noch mit dabei. Haben wir den hier, den und den wieder raus. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das hier so einprogrammiert habt, wie ihr es wollt, umso weiter kommen wir dann auch sozusagen zum nächsten Bereich, wozu ihr euer, ja, Handy benötigt. So, und das sieht dann wie folgt aus. Nachdem ihr alle Schritte gemacht habt, was ihr vorher gesehen habt, geht es darum, um euch, ja, Streamlabs im Google Play Store runterzuladen. Wie gesagt, da Wie gesagt, die Links sind in der Videobeschreibung mit dabei. Geht ihr an euer Handy oder nehmt euer Handy und dann seht ihr schon Play Store und da tippt ihr einfach ein Streamlabs. Hoffe, man kann es erkennen. Dann installiert ihr es. Geht relativ schnell, erst recht, wenn man es mit WLAN macht. Und dann habt ihr hier zum Beispiel die Aufforderung, was ich euch schon sagte, das ist vielleicht bei der PC-Variante auch wahrscheinlich passieren wird. Und zwar wird ihr gefragt, ob ihr euch mit Twitch, YouTube oder Mixer einloggen wollt. Und nachdem ihr euch mit irgendwas auch etc. eingeloggt habt, bei mir ist es in diesem Falle Twitch, wird er euch fragen nach Benutzernamen und Passwort. Dann tippt ihr es ein. Hallo. Da habe ich mich glatt verschrieben. Wird euch nach einem Token gefragt, also nach einem separaten PIN. Den gruppiert ihr euch, fügt ihr ein, dann tut ihr auf Token bestätigen. Dann wird hier schon abgefragt, ist das dein Twitch-Kanal oder in dem Fall YouTube oder was auch immer. Dann geht ihr auf Autorisieren und dann seid ihr drinne. So, und ihr seht hier auch, dass Alertbox, Eventlist und Chatbox Essential schon die ersten drei schon einen Haken drin haben. Die sind schon automatisch immer schon vorher drin. Und habt ihr noch Auswahl zwischen The Jar, Donation, Ticker und dem Donation Goal.
Da würde ich an eurer Stelle dann auch einen Haken einfach reinmachen. Dann wird er gefragt, dass er halt nach Permission fragt. Und dann enable Camera und Mic. Lässt ihr natürlich beides zu und dann seid ihr halt dann schon ja, im Bild. Hier seht ihr halt, könnt ihr auch so meinen Desktop sehen. Also wie gesagt, ist ja noch die Frontkamera. Dann habt ihr am oberen Bildrand, wenn ihr sehen könnt, das ist bei mir das Switch-Symbol und dann einmal ja, drei Streifen für Option. Klickt drauf. Und dann habt ihr so eine kleine Einblendung und dann müsst ihr auf Remote Control gehen. Und dann sagt er, wechseln Sie einmal bitte die Kamera. Also das heißt, ich soll jetzt einmal meine Kamera drehen. So, und dann habe ich die Kamera gewechselt. So, und dann gehe ich hier oben auf Einstellungen am PC jetzt, denn dort unter Remote Control. Und dann haben wir hier ein, ja, QR-Code. Zugriff zulassen. Geht ihr mit eurem Handy ran. Und wenn ihr das durch habt, habt ihr auf eurem Handy folgende Einblendung. Und zwar habt ihr Go Live, Toggle Rack, PC-Aufnahme, was ich ja hier unten habe, Desktop Audio. Ich könnte jetzt auch dementsprechend es stumm stellen. Wir sind beide an. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt meine Maus folgt hier unten, seht ihr, dass es ja noch weg ist. Jetzt klicke ich das muss ich jetzt ist hier die ganz letzte. Ups. Und der ganz letzte hier. Mann. Klickt man rauf, dann sieht ihr unten, dass da der Haken also jetzt aktiv ist. Nicht aktiv ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Desktop-Audio mache. Dementsprechend das gleiche, wenn ich jetzt auf PC-Aufnahme gehe, haben wir nichts. Wenn ich jetzt auf Szene wechsle, ist das so unbenannt. Es ist so. Aha, jetzt zum Beispiel, hier ist unten, wo das REC-Logo ist für Aufnahme, dass es jetzt rot umrandet ist. Jetzt nicht. Links habe ich natürlich Go Live, dann konnte ich jetzt live gehen. Hallo? Das muss ich auch nochmal machen. So, das mache ich hier zum Beispiel eine Bildschirmaufnahme hin. Ich zeige euch mal das Handy nebenbei. Dann gucken wir mal, hallo, ob da jetzt was auftaucht. Nehmen wir auch Display Capture.
Und sie ist aufgeploppt und zwar oben neben Go Live, Talkback, PC-Aufnahme habt ihr jetzt das Display Capture. Dann haben wir das ja fertig. Jetzt gehe ich auf die PC-Aufnahme. So, Display Capture ist jetzt deaktiviert. Also ist jetzt nicht mehr da. Klicke ich wieder rauf. Seht ihr auch, es ist wieder weiß geworden. Und dann ist sie wieder da. Klicke ich wieder rauf, ist sie grau erlegt und die Aufnahme ist weg. Das sieht dann halt dementsprechend mehrere Szenen da einfügt. Und dann habt ihr ja über euer Handy die Funktion, das dementsprechend anzupassen, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und wenn ihr daran, wie gesagt, bedacht seid, alles mit einem Handy zu steuern, ohne dabei jetzt die Twitch-Desk, schon die Elgato-Desk zu nehmen oder sonstiges, könnt ihr das über die Streamlabs mit OBS machen. Ist auch deutlich einfacher, als wenn ihr direkt über OBS Studio macht. Für Neulinge, für die, die es professionell machen, bleibt bei OBS Studio. Da habt ihr ja schon alles so eingepflanzt, wie ihr es wollt. Für die neu sind und wissen, OBS Studio ist mir zu kompliziert, blablablub, nehmt Streamlabs OBS und habt ihr auch, wie gerade gesehen, die Möglichkeit, das denn mit dem Handy denn dementsprechend zu steuern, ohne dabei, falls ihr nur einen Monitor habt, dabei hin und her, ja, zu wechseln. Ja, und das war oder beinhaltete dieses Video eigentlich praktisch nur, ja, der kostenlose Gegensatz zu einem Streaming-Desk halt dementsprechend verbunden mit eurem Handy, mit Streamlabs OBS. Für die, die es halt gerne ausprobieren möchten, könnt ihr es gerne machen. Ihr müsst es nicht. Das ist keine Voraussetzung. Wie ihr es macht, ist vollkommen egal. Und ja, das war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wie gesagt, die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und ja, wir sehen uns dann bei einem späteren und anderem Video hier auf meinem Zweitkanal wieder.